Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu unserer Aktion Make War, Not Love an diesem Wochenende mit Total War Rome 2. Ralf ist natürlich auch wieder mit am Start, grüß dich. Grüß euch. Und meine Wenigkeit, der Max. Ja, ich beende meine Runde, ich war beim letzten Mal nämlich fertig. Hallo, ich habe auf Runde beenden gedrückt. Hallo? Tu es. Jetzt steht da warten auf Spieler. Oh Mann, ey. Also ich kann voll und ganz verstehen, wenn dieses Wochenende nicht durch Total War Rome 2 gewonnen wird. Also ich weiß jetzt zwar nicht, wie Company of Heroes 2 ist, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es, dass es genauso buggy ist wie Rome. So, jetzt hat aber Runde beendet. Was, Spiel abgebrochen, Don Cop, oder aus dem Spiel ausgeschlossen? Jawoll, ja. Okay, Leute, bis gleich. So, Freunde, da sind wir zurück nach einigen Komplikationen. Technischen Schwierigkeiten. Technische Schwierigkeiten, da haben wir es nun endlich wieder zum Laufen bekommen und ich kann meine Runde beenden. Was ich eigentlich vorhin schon gemacht habe, aber dann ist der Ralf rausgeflogen. Ja, die technischen Schwierigkeiten habt ihr jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, weil, Gott sei Dank. Ja, wir haben jetzt zwischen den zwei Parts locker 20 Minuten Pause gemacht. Also ja. Mit Essen dann noch dann eher halbe 30, Stunde, 40. Ja. Das stimmt, ja. Ja, beziehungsweise, ich habe ja die Begrüßung schon eingeleitet, die nach dem Essen Begrüßung. So, Getula, your move. Ja gut, willst du das in dem... Nein, er greift tatsächlich meine Flotte an. Ich glaube, ich spinne. Oh, das ist ärgerlich. Ah ja, die hintere. Aber vielleicht kann ich mich zurückziehen. Weil der kann ja sicher nicht hinterherfahren. Also bei mir schippert er gerade in super slow motion. Ja, er fährt immer so 2 Meter, dann bleibt er wieder kurz stehen. Ja. Ja, das ist halt einfach ätzend. Man merkt halt einfach, also im Singleplayer merkt man deutlich, in meinem Partienspielstand, da merkt man deutlich, dass das Spiel besser optimiert ist im Singleplayer. Im Multiplayer ist es einfach nur... It's fucked up. Ja, yep. Sehr, sehr schade, zumal glaube ich wirklich sehr, sehr viele das Spiel im Multiplayer spielen. Also ich glaube, dass das wirklich im Multiplayer fast beliebter ist als im Singleplayer. Haha, ihr Opfer. Versager. Alter, und die sind jetzt auf die hohe See rausgefahren, die bekommen Verschleiß. Wie geil ist das? Wie dumm ist das denn? Also geil für uns, aber warum machen sie das? Was macht es denn? Dummer, fetter Opfit. Es verdirbt sie. Naja, dann gehe ich mal bei dir bei Katuba an Land, dann nächste Runde. Damit noch meine Streitwegen hier fortgebildet werden. Okay. Die einen sind nämlich nur, haben nämlich nur 12 von 20 Einheiten. Schauen wir mal, ob der... Ah ne, das ist nicht vom Namneten. Der Werner schickt die Winde des Taranes los. Aber ich hoffe nicht gegen mich. Das finde ich doch leicht uncool. Das glaube ich dir gerne, dass du das uncool findest. Aber da kann man nichts machen. Das gibt's doch nicht. Scheint so zu sein. Da sind die ganze Zeit Agenten vom Getule, die mir meine Bauzeiten verlängern. Ja, das ist total nervig. Oh, was sehe ich denn da? Ha, der Veneta ist in Italia eingefallen und hat Velatri eingenommen. Nice. Da geht was. Na, ich fürchte nicht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. So, was mache ich mit Mimimi und Dimidi? Weil da oben kommen jetzt wieder die Arevaki. Ja. Okay, ich versuche erstmal mit meinem... Ja, wobei die, glaube ich, nicht Katuba angreifen werden. Die werden eher auf Katadasht gehen. Schätze ich mal. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich meine, die grenzen dann beides an. Ja gut, aber du musst jetzt nicht unbedingt hochschicken. Ich kann ja die Crunchen und Zercruncher neben Katuba stellen. Ja, gut. Mal versuch sie zu sabotieren, genau. Jawohl. Nice one. Ja, das ist sehr gut, weil ich glaube, dadurch können sie sich auch nicht bewegen, oder? Oder zumindest weniger bewegen. Diese Armee kann sich nur halb so weit wie üblich bewegen, ja. Ja. Und damit kommen sie weder bis nach Katuba noch bis nach Katadasht. Ausgezeichnet. Unter diesen Umständen Krieg! Greifst du den jetzt echt an, oder was? Ein Blödsinn. Nee, also lass Mimimi und Dimidi ganz entspannt da unten bei Tingis. Und ich schicke die Crunchen und Zercruncher neben Katuba zum Aufpassen. Das klingt vernünftig. Und dann wird aufgeräumt im Reich.
finde es so geil gerade, dass die hier Verschleiß bekommen. Das ist echt dämlich. Hey, wir haben es nicht geschafft, die nachzufahren. Auf die hohe See mit euch! klingt doch. Ja, vor allem, der hat ja da wirklich nur Scheißtruppen. Also numidische Speerkämpfer und numidische Speerträger. Also, die hätte ich sogar mit meiner Flotte fertig gemacht. Aber wie gesagt, ich wollte keine See-Echtzeitschlacht machen. Das ist einfach... Ja, kann ich verstehen. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön, ja. Da hast du recht. So, ich habe jetzt noch ganz gut Geld, aber eigentlich kann ich nicht wirklich viel damit anfangen, fällt mir so gerade auf. Ich könnte maximal in Kartadasht noch was ausbilden. Spaß halt. Boah. Aha! Na, die Armee in Kartadasht kann ich noch fertig machen, das eine Bataillon noch. Aber den Rest spare ich mir jetzt. Forschung abgeschlossen, Kriegshorn. Alle Männer werden durch den Klang des Horns ermutigt und hören seinen deutlichen Ruf. Ach. Rang erhöht Kambo. Oh, mein Kriegsherr ist schon auf Stufe 8 aufgestiegen. Nice one. Ja, Mi, die hätte ich vielleicht noch zumindest an Land schicken können. Das wäre vielleicht klug gewesen. Aber mei, wurscht. Ja, nun ist es zu spät. So ist es. Narr. Narr. Es passt einfach immer. Nein! Wir können nicht passieren! Ach komm! Unser Kurs ist blockiert! Ja, jetzt ist die Frage, Gewaltmarsch und doch noch aufs Land stellen, oder? Ja, mach ich. Ich erwarte eure Rudert schneller in Landraten! Ich brauch die Fortbildung für die Truppen. Sind die angeschlagen? Ah, so ganz leicht nur. Ah, oh Gott, bei Katuba kann ich jetzt... Na, egal. Ich gehe von Bord. Schick ich sie halt nur bis dahin. So. Ah, die nackten alten Männer fehlen mir gerade ein bisschen. Da bin ich gerade ein bisschen stutzig, wo die hin sind. Die werden wahrscheinlich irgendwo im Schatten, also im Nebel rum... Naja, die werden wahrscheinlich gerade den Landweg nehmen. Ja, oder so. Aber die waren eigentlich auch über See gekommen. So, was mache ich jetzt? Erforsche ich jetzt noch die letzte Technologie, die mir fehlt, um die große Halle zu bauen. Oder, es dauert halt 18 Runden, das ist schon echt lange. Oder gehe ich jetzt erstmal irgendwo in eine wirtschaftliche Schiene rein und schaue, dass ich mal ein bisschen hier die Weisheit der Eiche erforsche beispielsweise. Das wäre wirtschaftlich, also ich weiß jetzt nicht, was die Weisheit der Eiche macht. Allgemein wäre es halt vielleicht gut, deine Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln, weil du scheinst ja gerade... geldlich ein bisschen in der Misere zu stecken. Naja, ich verdiene 1000 die Runde, habe aber eine Staatskasse von 18.000, also Misere kann man es nicht nennen. Okay, ja, dann könntest du dir doch eigentlich auch fast eine neue Armee noch leisten, oder? Nee. Wieso denn? Brauche ich ja gerade nicht. Unter Flurabfluss, plus 3 Wachstum in allen Provinzen und minus 1 Bauzeit für Hauptketten in Provinzhauptstädten oder Nebensiedlungen, das erforsche ich jetzt mal. Es dauert 3 Runden, das klingt vernünftig. So, Bündnis geschlossen. Libyen und Garamanten. Eigenschaft erhalten. Celtullius mag Karthager. Und damit erhöht er den punischen Einfluss. Gut, dass es der ist, der bei dir rumsteht. Was die Neukarthager haben sich Dimidi gekrallt. Ne? Alter! Alter, der hat da eine Fullstack-Armee stehen. Ja. Melkarts Gerechtigkeit, ja, nicht schlecht. Alter, die gehen so ab, die Neukarthager. Ich meine, sie lassen sich alles wieder abnehmen immer, aber... Ja, sie beschäftigen unseren Feind damit doch ganz gut. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich bin sehr zufrieden. So, jetzt baue ich in Aldon mal die Feste des Kriegs hin. Alter, die kostet 5200. Macht aber plus 10 öffentliche Ordnungen pro Runde, 120 Wohlstand durch Kultur und plus 2 Erfahrungen für neue Streiter. Bauen. Nice. Was ist? Geil, ich hab... Meine Generäle sitzen jetzt auf afrikanischen Kriegselefanten. Saßen sie doch schon immer. Das waren aber auf jeden Fall... Also das Bild ist auf jeden Fall anders. Ja, das Bild haben sie mit dem letzten Update geändert. Ach so, okay. Ich dachte schon, ich hätte jetzt geilere Elefanten. Nein, da gab es nur ein Update und da wurde das Bild verändert. Das war wichtig. Hallo. Toll, machen wir Hoffnung. Seid gegrüßt. Ich hoffe,
Ah Gott, ich versuche mal wieder Handelsabkommen mit ein paar Fraktionen zu schließen, aber das ist ja echt unmöglich hier. Ah, Makedonien ist mir freundlich gesonnen. Wegen Krieg mit Rom. Willkommen, sehr schön, Handelsabkommen. Willkommen. Ah, sie haben angenommen, sehr schön. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre ist. Handel kann man immer gut brauchen. Ich muss annehmen, auch wenn es mir in der Seele wehtut. Ja. Ich höre euch zu, ja, wenn gut, ihr aufrichtig... Wem tut ein bisschen mehr Geld in der Staatskasse nicht weh? Also, naja. Kann ich schon verstehen, dass er da ein bisschen traurig ist. Oh, das bedeutet 200 mehr für mich die Runde. Das nehme ich doch gerne. Ausgezeichnet. Hast du eigentlich die Zeit im Blick schon, oder? Ich habe die Zeit im Blick. Wir sind bei 9 Minuten 50. Ja, dann haben wir ja noch ewig Zeit. Ja, genug für eine Echtzeitschlacht, hoffentlich. Ja, ich hoffe auch auf eine Echtzeitschlacht. Hey, cool, die Averner haben mir den Krieg erklärt. Hallo, Averner. Zieh mich aber bitte nicht mit rein, weil die Grenzen, die sind ziemlich nah bei mir. Ja, ja. Keine Sorge. Ja, es... Sie steuerlos, jetzt kommen die Raben, kriegslüstern hungrig nach euren Eingeweiden. Du kannst es perfekt wiedergeben. Jawohl, ja, gleich wird der Averna auch noch Krieg. So, ja, ich hatte viel Zeit zu üben, wir haben ja genug von den Fraktionen den Krieg erklärt. Ja. Ach, ich lache, um nicht zu weinen. Ey, die Kriegsjungfer kommt ja nicht mal in Slow Motion, um mich zu töten. Ja, Wahnsinn. Hammermäßig. Ich würde jetzt lachen, wenn sie gleich umknickt. Nö. Nee, es hat irgendwas hat sie geschafft. Und der hat die Armee da weggeschickt. Wo sind die jetzt? Das ist eine sehr gute Frage, das beunruhigt mich gerade ein bisschen. Ja. Ich glaube echt, ich muss Mimimi wieder zurückschicken. Ja, kannst du ja machen, jetzt sind ja die Leviathane sind ja da. Und, ja. Mit Mimimi zusammen marschieren wir dann mal auf Ebora, hätte ich gesagt, oder? Die Crunchenser Cruncher und Mimimi aus Dimidi gegen... Den Rest der Welt. Gegen den Rest der Welt, genau. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube auch, ich stell die jetzt gar nicht nach Katuba rein. Nee, schick sie direkt an die Grenze. Der Eroberungsfeldzug hat begonnen. Meine Armeen vernichtet. Mein Dorf, eine brennende Ruine. Es ist hoffnungslos. Ich muss aufgeben. Oh Mann, Age of Empires 3, schönes Spiel. Ja, definitiv. Oh, die Chesetaner werden gerade von den Piktonen belagert. Die Piktonen sind auch ganz schön mächtig, du. Und die sind, glaube ich, mit den Avernern im Bündnis. Okay. Welche die Piktonen? Wo sind die genau? Momentan stehen sie vor Tarraco. Das ist die Hauptstadt der Chesetaner. Ah, okay. Und belagern sie. Doch das soll unser Schaden nicht sein, denn wir blasen nun zum Angriff. Yep, naja, gut, in 1, 2, 7 Runden, mal schauen. Ja, das ist Ah, komm, die Schlacht um Ebora muss jetzt definitiv noch, die muss noch geführt werden in unserer heutigen Session. Ja, das auf jeden Fall. Ah, das läuft. Okay, wie stelle ich die jetzt am blödsten hin? Da bin ich jetzt echt unentschlossen. Wen denn? Die Mimimi und Dimidi. Bis wohin können sie denn laufen? Ja, kannst du ja erstmal nach Katuba reinstellen für eine Runde. Ja gut, dann kommen sie halt nicht in einer Runde bis nach Ebora und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, das werden sie so oder so nicht. Naja, wenn ich sie ein bisschen näher nach Ebora hinstelle, schon. Aber gut. Du kannst ja einen Agenten oder so reinstellen, der die Bewegungsreichweite erhöht. Kannst du dann... Der war gut, Agenten. Kannst du deinen Abdus da reinstellen, der da direkt ums Eck steht? Der ist behindert. Ah, okay. Also wurde behindert in der letzten Runde. So. Der ist behindert. Ich mag den nicht, der ist behindert. Alles klar. Ja, die blöden Scheiß-Drecks-Söldner-Veteranen machen mir hier die ganze Zeit Katadasht kaputt und... machen Söldneraufstände, aber ich kann einfach nichts dagegen unternehmen. Ja, außer halt selber Agenten ausbilden und versuchen sie zu töten, was... Ja gut, aber die sind ja am Anfang total scheiße. Aber warte mal, ich habe ja 2 Agenten dabei, die relativ gut sind. Ich habe einen Kundschafter und einen Streiter dabei. Ich habe vor allem den Kriegsherrn auf Stufe 7 da...
1, 2, Stufe 8 ist er sogar schon. Sekunde, da muss ich jetzt mal kurz gucken, wo meine Agenten überhaupt alle sind. Ich hab doch noch... Der Kambo. Hä, was macht denn der da? Hä? Wovon sprichst du? Ich hab einen Richter in Karthago stehen. Was auch immer der da tut. Ne? Der chillt einfach in Karthago rum. Boah, Alter, der Liebe hat da Fullstack auf dem Fullstack hocken. Scheiß die Wand an. Naja, kannst du den ja mal herziehen. Ja, das ist der Plan. Na gut, dann haben wir es schon wieder. Sind wir schon wieder fertig. So, Krieg erklärt. Averna und Karthago. Haushalt erweitert sich. Komisch, warum erklären sie Karthago nur den Krieg? Fraktion tritt Krieg bei. Carnuten gegen Nervir. Und Bau abgeschlossen. Der Hain der Rosmerta. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ausrücken! Bewegt euch, Männer! So. Sehr schön. Nummer 1 steht schon mal felsenfest. Ich lebe, um dem Volke Britanniens zu dienen. Auf geht's! Gut, die Armeen stehen schon mal felsenfest da. Das ist schon mal sehr gut. So, was kann ich jetzt hier oben noch machen? Hier kann ich noch den Hain der Rosmerta zum Schrein der Rosmerta ausbauen. Oh. Ah! Friedlich eingeschlafen. Ja, genau. Ja, Camulo Dunum darf mal echt schneller wachsen, damit ich hier auch so eine Feste des Kriegsherrn bauen kann. Aber in zwei Runden ist der Unterflurabfluss fertig. Das bringt mir nochmal plus 3 Wachstum in allen Provinzen. Was cool ist. Definitiv, ja. So, warte mal, jetzt kann ich doch mal versuchen, meinen Agenten auf die feindlichen Dingens hier zu schicken. Uah! Okay, nee, das kann ich vergessen. Die sind ja schon Stufe XYZ, hey, ja, leck mich. Ja, richtig. Ja, bei dem könnte es klappen. Bei dem mit der 2-Liste, ja. Da könntest du... Wobei, die haben halt beide relative Schwächen. Also wenn du einen mit viel Autorität hast, könnt's gut hinhauen. Und einen mit viel List könnt's auch hinhauen. Das ist halt das Geile. Diese hohe Stufe, die macht halt einfach gar nichts aus. Also das mit den 3 Werten, das finde ich echt ganz cool gemacht. Die hohe Stufe bringt dir halt einfach gar nichts, wenn du was hast, was denjenigen kontert. Wie kann ich euch helfen? Na, ich schicke auch mal meinen Kriegsherrn hin. Okay. Ja, mein der gute Kambo. Bevor er ins Gras beißt, wie alt ist denn der schon? Der ist nämlich schon 64. Oha. Der Gurdemo unter der Ambigatus ist 44. Der hält noch ein bisschen durch. Sei natürlich ein anderer Agent, beendet sein Leben vorzeitig. Was wir mal nicht hoffen wollen. Aber ich glaube, die Agenten sind eh relativ auf Karthadasch gerade fixiert. Naja, was ärgerlich ist, da die Armee, dadurch die Armee dort gebunden ist. Ja. Ich könnte auch mal versuchen, da diesen Typen da zu meucheln, der da plündert. Ist ja nur einer. Ja, stimmt, das wäre natürlich auch ganz cool. Das könnte ich mit meinem Kundschafter versuchen, weil der ja nicht so gut ist. Aber mit dem Kambo kann ich auf jeden Fall einen von den beiden Typen da wegklatschen. Naja, und da kommt der Arewaki. Surprise, surprise. Oh ja. Aber gleich mal... Voll ah, sie haben mir aus Ebora abgezogen. Dip. Naja, soll er damit halt Karthadasch angreifen? Er wird sich die Zähne ausbeißen. Das ist wohl wahr, ja. Dieser Narr. Ja, Karthadasch und Kartuba erst recht. Also... Karthadasch, da ist ja wenigstens die Stadt kaputt. Ja, der blöde Getula will jetzt auch nicht angreifen. Das ist Nee, der plündert da jetzt. Ja. Ja, ist ja gut. Umsturz. Ah, Athen und da auch. Sie sind nicht mehr im Krieg. Für den Sturm! Ah, Tingis wurde beschädigt. Sowas aber auch.
Stellt deine Flotte in der folgenden Siedlung auf Karthadasch? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Ich überlege halt gerade echt, ob ich die Plündernden einfach dann mal angreifen soll. Nee, ich kann sie ja mit Attentäter aus dem Weg räumen. Ja gut, plündern die dann nicht einfach weiter. Ich meine, die Getula. Ach so, du meinst die Getula. Ja gut, die fahren dann halt einfach ein bisschen weg. Ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Kannst es mal versuchen, ja, aber die Wüstenskorpione sind sowieso keine so starke Armee. Ja, dann probiere ich das mal. Am besten mit der Stadt. Wie kann ich euch helfen? Geht nicht. Wow! Okay. Die besiegen mich. In einer automatischen Schlacht. Und in einer Echtzeitschlacht will ich es definitiv nicht tun. Okay, machst du das dann in deiner Runde? Weil da müsste, da ist ja dann die Stadt dabei, wenn du die das Seevolk angreifst. War es jetzt bei dir auch dabei, oder was? Ja, ja. Okay. Ja, okay, alles klar, mache ich das in meiner Runde. Ja gut, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es aus welchen Gründen auch immer doch nicht dabei ist und du dann halt wieder einen Rückzug machst. Ist ja nichts verloren dadurch. Ich sehne mich nach einem Kampf. Noch nicht. So. Den da oder den? Ah, ausgezeichnet. Ja, verzwickt, dass wir so viele Fronten haben. Oder dass du so viele Fronten hast. Ja, dass ich so viele Fronten habe, ja. Ich habe eigentlich nur eine und die geht und die ist im Süden. Ja, ich find's auch nicht so ganz cool. Ach echt jetzt? Aber es ist herausfordernd, das mag ich eigentlich. Na gut, wir spielen ja auch auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, da darf das auch... Also wenn das da keine Herausforderung hätte, dann... Success! Ich hab einen gegnerischen Agenten zu mir bekehrt. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Geiler Scheiß, und damit beenden wir den Part. Wir sind nämlich bei 21 Minuten. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde, wenn es wieder heißt. Und wir wieder versagen bei Let's Play Together Total War Rome 2. Bis dahin, ciao, macht's gut. Ciao.